Ich möchte mich heute mal den Hautproblemen widmen. Hautprobleme können unheimlich vielfältig sein. Manchmal fängt es nur mit einfachen Rötungen an. Manchmal kratzt sich der Hund, manchmal beißt er sich auch auf. Hautprobleme können von extern sein. Der Hund hat sich zum Beispiel was eingetreten, wie bei einer Granne, einem Holzsplitter. Bei uns in der Pfalz sind jetzt auch um die Jahreszeit im Herbst die Kastanienspitzen von den Fruchtkörpern ganz, ganz beliebt, dass die Hunde da reintappen. Also insofern, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Was anderes ist es, wenn die Reaktion der Haut von innen herauskommt, sprich eine Allergie, Unverträglichkeit, aber auch verschiedenste Entzündungen, bakterielle Infekte der Haut, Pilzinfektionen der Haut und vieles, vieles mehr. Als einfachstes Instrumentarium haben wir Tierärzte erstmal ein sogenanntes Trichogramm zur Hand. Das heißt, wir zupfen uns ein paar Haare ab und schauen die unter dem Mikroskop an. Daran können wir schon sehen, hat der Hund zum Beispiel Haare abgebissen, sind die Haare brüchig, brechen die ab, fallen sie von alleine aus, das sehen wir an den Haarwurzeln. Aber wir können manchmal auch schon schauen, haben wir Pilzfäden an den Haaren oder haben wir Milbeneier, beziehungsweise diese sogenannten Nissen, das sind die Eierpakete, die an den Haaren kleben, haben wir da schon Hinweise drauf. Kommen wir damit noch nicht zu einer Diagnose, gehen wir dann hin und sagen, okay, wir nehmen ein Skalpell, ein bisschen nicht ganz so scharf, ein bisschen Paraffinöl auf die Haut und Schaben auf der Haut. Unbedingt bis auf 2-3 Tropfen Blut kommen, dass wir auch in tiefere Regionen kommen. Das streichen wir uns auf einem Glasobjektträger aus und schauen uns das unter dem Mikroskop an. Dort können wir schon Hinweise auch wieder bekommen auf Pilzinfektionen, wir können Hinweise bekommen auf Parasiten, die dort vorkommen, bestimmte Zelltypen, wie zum Beispiel die eosinophilen Granulozyten, die häufig bei Hautinfektionen beteiligt sind und vieles, vieles mehr. Das nächste wenig invasive Instrumentarium ist eine Pilzkultur, bei der haben wir einige Haare auszupfen, bevorzugt im Randbereich der Hautveränderung und die auf einem Pilznährböden anzüchten. Die Untersuchung dauert so 7 bis 8 Tage, bis dann ein Pilz herangewachsen ist und wir uns den Pilz angeschaut haben. Hat das alles noch keine zielführende Wirkung gehabt, dann bleibt einfach meistens nur noch eine sogenannte Biopsie. Ich habe es oben im Titelbild schon gezeigt, das ist eine sogenannte kleine Biopsiestanze, das ist ein kleines Gerät aus Kunststoff und vorne ist ein zylindriger, scharfer Teil, wie ein Skalpell im Kreis angeordnet. Und damit wird, natürlich in einer Sedation oder Narkose, dann auf die Haut gesetzt, es wird richtig reingeschraubt und dann kann man einen kleinen Zylinder Haut entfernen. Der Vorteil dort ist einfach der, dass wir eine Vollschichtbiopsie haben. Das heißt, wir haben nicht nur oben einzelne Zellen abgekratzt oder einzelne Schichten und die wahrscheinlich aber auch noch durchs Kratzen sehr zerstört. Nein, wir haben wirklich alle Schichten und die auch relativ intakt, sodass man dann wirklich sagen kann, in welcher Schicht sitzen denn die Probleme, welche Zelltypen sind vorherrschen, könnte es eventuell ein Tumor sein, haben wir tiefliegende Bakterien oder. Das überlassen wir aber meistens entweder zytologisch geschulten Tierärzten oder wir schicken dieses Stück ins Labor ein. Also wenn nächstes Mal euer Tierarzt sowas vorhat, wisst ihr Bescheid, was da auf euch zukommt.